Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Wir sind gerne für euch da und freuen uns, dass du heute eingeschaltet hast. So schön, dass du wieder mit uns dabei bist und ein neuer Tag, eine neue Serie Hoffnung um 12 und wir wollen dich ermutigen. Wir wollen wirklich dir Mut machen, in dieser Zeit wirklich an Gott, am Glauben festzuhalten und mit beiden Füßen, ich hätte fast gesagt Händen, mit beiden Füßen auf dem Boden zu stehen. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen, wir beten gerne für dich. Unser Team ist bis 13 Uhr für dich da. Ja, ich habe letzten Sonntag über das Thema gesprochen, gestalte dein Leben. Und das ist mir wichtig für dich ganz besonders. Ich habe da am Sonntag auch ein größeres Haus gehabt, jetzt haben wir ein bisschen kleineres Haus. Wir haben unser Leben so richtig gestaltet, unser Lebenshaus, wir haben alles so schön geformt, ist alles so symmetrisch gewesen. Und jetzt ist für die meisten von uns so viel anders. Es hat so viel Veränderung gegeben und das ist die Herausforderung. Und wenn ich jetzt das mal so mache, wie es wahrscheinlich bei dir aussieht, alles hat sich so zerbröselt. Bei manchen ist nur ein Stück da geblieben, aber bei manchen ist alles richtig in Einzelteile. Und du bist vielleicht arbeitslos oder hast momentan keine Arbeit, weil es von der Situation her nicht geht. Und ich sag dir, es geht trotzdem weiter. Alle Teile, bei mir liegen ein paar auf dem Boden, aber das macht nichts, alle Teile sind eigentlich noch da. Wichtig ist, dass du ein Fundament hast, auf dem du bauen kannst. Das Fundament ist Jesus. Und du hast solche Teile, wo du sagst, schau mal, ach das, fang wieder an, es aufzubauen. Fang wieder aufzubauen an mit jedem Teil, das du hast. Und ich bin jetzt nicht so gut in Lego bauen, aber vielleicht wird dein Leben zu einer Brücke für irgendwie deine Nachbarn oder deine Menschen drumherum, für deine Familie, oder du wirst zu einem Leuchtturm. Ich glaube, das bekomme ich am besten hin, einen Leuchtturm zu bauen. Oder was auch immer. Und ich glaube, Gott hat auch diese Situation zugelassen, dass wir auch mal über alles wieder neu nachdenken. Und ich glaube, das tut die ganze Welt. Aber wir Christen haben doch ein Fundament, auf das wir bauen können. Wenn die Welt anfängt, einen Turm zu bauen, er rutscht überall rum, weil es hat überhaupt keinen Halt. Und ich sag dir, fange an, wirklich da aufzubauen. Habe Mut, die kleinen Teile, die du jetzt hast, vielleicht auch die Scherben, die du hast, wieder fange an, diese wieder zusammenzusetzen. Und vielleicht geschieht was ganz Neues, was Besseres, denn es je zuvor war. Ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden kennst, der jetzt zuschaut. Ich danke dir dafür, dass du jedem auch zeigst, wo die Bausteine liegen, in welcher Form sie zusammenzusetzen sind für etwas Neues, für die Zukunft. Danke, Herr, dass du der Formende bist. Danke, dass du in Offenbarung sagst, siehe, ich mache alles neu. Danke, Herr, dass du es geplant hast und dass wir es ausführen dürfen. Danke, Herr. Amen. Ganz besonders liegen uns heute auch Menschen am Herzen, die nicht mehr wissen, wie es weitergeht, die überbelastet sind durch die momentane Situation, durch verschiedene Situationen, denen die Enge zu Hause die Luft raubt und die keine Ruhe mehr haben. Und im Psalm 93, Vers 19, da steht: Als mir die Sorgen keine Ruhe mehr ließen, hast du mich getröstet und wieder froh gemacht. Und das macht Jesus, wenn wir überdimensional in Sorgen sind. Und dafür möchten wir jetzt beten, dass diese Menschen wirklich Ruhe erfahren, dass sie getröstet werden und dass Jesus sie wieder froh machen kann. Jesus, wir danken dir, dass wir jetzt zu dir kommen dürfen und diese Menschen vor dein Angesicht bringen dürfen. Du kennst jeden Einzelnen, der in solch einem Dilemma steckt, der ihm zu Hause die Decke auf den Kopf fällt, der nicht mehr weiter weiß und nicht weiß, wie es weitergehen soll. Aber du schenkst Ruhe und Frieden. Du bist derjenige, der da ist. Du hast alle unsere Sorgen getragen und wir dürfen alles dir abgeben. Und ich danke dir, dass du diese Menschen jetzt stärkst, dass sie wieder
Licht am Ende des Tunnels sehen und dass du ganz nahe bist, jedem Einzelnen. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen oder ruf jetzt an. Die Infos sind eingeblendet und du kannst uns gerne anrufen oder schreiben. Ja, hab wirklich Mut zu schreiben, denn Gott erhört Gebet. Wir haben auch ein Anliegen, für die Menschen zu beten, die momentan wirklich nicht drüber sind. Wir kennen Leute, die haben eine Fahrschule zum Beispiel, die dürfen nicht mehr unterrichten, wissen nicht, wie es weitergeht, keine Einnahmen kommen rein. Und ich glaube, so gibt es viele im Moment, die gerne arbeiten würden, die vielleicht ein Restaurant haben, ein Bistro haben, irgendwas verkaufen oder einen Handel betreiben und du sitzt zu Hause, du hast deine ganzen Finanzen richtig kalkuliert, dass es gerade so reicht und jetzt fehlt dir voraussichtlich ein Monat, man weiß nicht, ob es weitergeht und du hast so richtig, richtig Sorge, Herr, wie geht es weiter? Und für die möchten wir jetzt beten. Danke, Herr, dass du all diese Geschäftsleute siehst. All diese Leute, die eigentlich eine ganz gute Sache haben, die alles richtig geplant haben, wo alles gepasst hat, bei denen jetzt alles durcheinander gekommen ist. Ich danke dir dafür, dass du neue Wege zeigst, neue dort irgendwas aufmachst, was Neues aufmachst, wo wir vielleicht uns gar nicht vorstellen können. Ich danke dir dafür, Herr, dass du jetzt gerade bei den Menschen bist, die überhaupt keinen Halt mehr irgendwo haben im Finanziellen und im Geschäftlichen, weil sie nicht wissen, was und wie es ist. Und danke, Herr, schenk auch diesen Menschen einen tiefen Frieden. Danke, Herr. Amen. Es geschieht aber auch sehr viel Gutes und auch das wollen wir euch nicht vorenthalten. Menschen, wo Gott wirklich in Lebenssituationen eingegriffen hat, wo wirklich Veränderung passiert ist. Und da hat uns jemand geschrieben, wo Gottes Eingreifen wirklich sehr stark erlebt hat. Seit 18 Jahren bin ich mit dem Missionswerk verbunden. Seit dieser Zeit wende ich mich immer wieder mit Gebetsanliegen an euch. Mit 14 Jahren hatte ich mein Leben Jesus übergeben, aber ich praktizierte meinen Glauben nicht. Ich kam in viele Süchte hinein. Aber Gott hat seither schon viele Wunder an mir getan. Er heilte mich von Essstörungen. Ich war starke Raucherin. Auch hier hat der Herr mich geheilt. Danach bin ich zur Trinkerin geworden. Auch davon hat der Herr mich geheilt. 2012 lernte ich meinen heutigen Mann kennen, der auch viele Probleme hatte. Metalmusiker, viele Verletzungen und Traumate aus der Kindheit, schwerer Raucher und Trinker, Porno und kaufsüchtig. Für alle diese Probleme bat ich bei euch um Gebetsunterstützung. Jede einzelne hat Gott weggenommen. Seit August 2016 trinkt und raucht er nicht mehr und ist ein treuer Diener Gottes und spielt nur noch Lobpreismusik. Seit 2015 sind wir ein Ehepaar. Es ist unbeschreiblich, wie Gott uns gereinigt und gesegnet hat. Uns beide einzeln und dann als Ehepaar. Danke, dass ich mich immer an euch wenden und um Gebetsunterstützung bitten darf. Seid mächtig gesegnet. Ist das nicht wirklich ein wunderbares Eingreifen und Veränderung, was Gott an diesen beiden Menschen getan hat? Und genau so kannst du das auch erleben. Jesus, ich danke dir, dass du den Menschen jetzt nahe bist, die deine Hilfe brauchen und die auch eine Lebensveränderung brauchen. Danke, Jesus, dass du auch da eingreifst. Und das, was du hier an diesem Ehepaar getan hast, das kannst du auch an den Menschen tun, die jetzt gerade uns zuhören oder zuschauen. Danke, Jesus, dass du der Sieger bist, auch über jede Sucht und alle Süchte, die es überhaupt gibt, dass du Macht hast und dass du Kraft hast, den Menschen zu helfen und sie zu befreien. Danke, Jesus. Amen. Ja, wenn du etwas Wunderbares erlebt hast oder gerade erlebst, es kann alles Mögliche sein, Heilung oder irgendwas beim Einkaufen, lass es uns wissen, wir wollen es weitersagen. Und heute der Tipp des Tages, nimm so einen Post-it-Zettel oder Tesa und ein Blatt Papier,
Schreib dir dein Lieblingsvers auf, einen ermutigenden Vers, zum Beispiel Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Kleb ihn an deinen Spiegel oder an deinen Schrank oder an deinen Herd, an einen Platz, wo du jeden Tag mehrmals vorbeikommst und liest diesen Vers, es wird dich ermutigen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Mach das, es wird dir helfen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Du kannst weiter dein Anliegen an uns schicken oder anrufen. Bis 13 Uhr sind wir für dich bereit. Ich möchte heute auch nicht vergessen, dir den Gebetsleitfaden wirklich schmackhaft zu machen. Da hat es Gebete drin. Wenn du etwas ganz Spezielles beten möchtest, auch das Vaterunser ist drin und so weiter, bestell es einfach über unsere Kanäle, also über Gebet@Missionswerk oder wie auch immer. Bestell es, nenn uns deine Anschrift, wir schicken dir es gerne kostenlos zu. Und wenn du ein Gebetsanliegen schickst mit deiner Adresse zusammen, wir schreiben dir zurück. Für heute möchten wir uns verabschieden und wir haben uns gefreut, dass du bei uns warst. Wir sehen uns Montag bis Freitag in der Sendung Hoffnung um 12. Alles Gute!